Und manchmal staunt man ja, wie schnell Politik sein kann. Bei der Flut und den Folgen ist das jetzt so. Gestern hat der Bundestag darüber debattiert, heute schon der Bundesrat. Und böse Zungen sagen, es hätte vielleicht mit dem Wahlkampf zu tun, aber das ist natürlich hoffentlich gar nicht so. Wir geben deshalb ganz sachlich zum Bundesrat und zu Nicole Massion. Ja, Thomas Bademann hat ja von Anfang an schnelle und unbürokratische Hilfe zugesagt für die Flutopfer. Und so geht es auch Montag im Kabinett. Sie sagten es gestern im Bundestag, erste Lesung. Heute jetzt im Bundesrat, erste Diskussion darüber. Und am kommenden Freitag, zweite, dritte Lesung im Bundestag und Verabschiedung im Bundestag. Nächste Woche dann am Freitag hier im Bundesrat die letzte Debatte und Schlussabstimmung. Und dann kann das Geld, die 8 Milliarden Euro, denn auf den Weg gebracht werden, um den Flutopfern dort zu helfen. Bei mir begrüße sich jetzt als Gäste Rainer Haseloff, der Ministerpräsident aus Sachsen-Anhalt, Steffen Kampeter, der parlamentarische Staatssekretär aus dem Finanzministerium. Herr Haseloff, zuerst mal zu Ihnen. Sachsen-Anhalt ist wohl am stärksten betroffen von der Flut. Dort sind die Schäden am größten. Fischbeck ist das, was den Menschen im Moment noch immer vor Augen ist. Wir haben es fast jeden Tag in den Nachrichten gesehen. Der Deich war dort auf breiter Front gebrochen. Mit 3 Schiffen, die versenkt wurden, versuchte man, dieses Leck dort zu stopfen. Aber alles ist überflutet. Noch ist dort immer alles überflutet. Die Menschen sind dort noch evakuiert. Können Sie denn schon absehen, wann die wieder zurück können in ihre Häuser und das machen können, was in Sachsen und Thüringen und in Bayern schon gemacht wird im Moment, nämlich aufräumen und gucken, ob ihre Häuser überhaupt noch instand zu setzen sind? In Teilen kehren die Menschen zurück, aber es gibt noch große Bereiche, die einfach noch voll Wasser sind. Das ist nicht bloß im Bereich Fischbeck, sondern auch an der Saale-Mündung, wenn sie in die Elbe fließt. Das heißt, wir haben viele Gebiete noch unter Wasser. Das ist nicht bloß Wasser, was, sagen wir mal, mit den Deichen im Zusammenhang steht, sondern teilweise auch das Grundwasser, was jetzt durchstößt. Das heißt, wir haben also riesige Flächen immer noch total vernässt und damit ist also auch die Bewohnbarkeit der Ortschaften noch nicht gegeben. Was kann man da konkret jetzt vielleicht in diesem Fall tun? Gibt es Möglichkeiten, mit Pumpen da einzusetzen oder was machen Sie da im Moment? Es sind Pumpen im Einsatz, Schöpfwerke arbeiten, aber es muss auch versucht werden, über entsprechende Kanäle noch den Rückfluss des Wassers in die ursprünglichen Flussläufe zu organisieren. Das ist nicht ganz einfach. Teilweise sind das alte Meandersysteme, das heißt Flussarme, die jetzt einfach aus traditionellen Gründen wieder verlaufen und vor vielen Jahrhunderten eben der ursprüngliche Flusslauf gewesen ist. Also es ist eine schwierige Geschichte. Es ist Kulturland, das ist immer kompliziert auch zu handhaben bei Hochwasser, aber wir müssen Lösungen finden, damit sowas nicht wieder passiert. Herr Kampeter, die 8 Milliarden, Sie müssen dann demnächst fließen, wenn auch in Fischbeck dann das Land so weit trocken ist, dass die Leute dort zum Einsatz gehen können und ihre Häuser wieder instand setzen können. Wie schwierig war es denn, alle unter einen Hut zu bringen? Bund und Länder, es hieß ja zuerst Hälfte, Hälfte, das wären 4 Milliarden für jeden gewesen. Dann hat der Bund dann gesagt, nee, wir machen also unsere Bundesautobahnen und die Bundesstraßen und auch die Schienenwege, das übernehmen wir noch on top obendrauf. Wie schwierig war es denn vor allen Dingen auch die Länder, die nicht betroffen sind, mit zu dieser Solidarität zu bekommen, die man gestern im Bundestag so beschworen? Ich glaube, das war eine Phase von lebendigem Föderalismus, denn die Bundesländer und der Bund haben sich relativ rasch geeinigt. Dass der Bund gemeinsam mit den Ländern jetzt innerhalb einer Woche die gesetzlichen Grundlagen schafft, zeigt, wie ernst wir das politische Signal setzen wollen. Die 8 Milliarden sind eine politische und vom Föderalismus getragenes Signal. Und ich denke mal, dass sie helfen, die Not zu lindern. Aber es kommt ja erst in zweiter Linie. Was wir alle erlebt haben in Deutschland, war diese enorme ehrenamtliche und zugleich professionelle Hilfswelle. Das war sicherlich noch wichtiger als der föderale Schulterschluss, den wir heute im Bundesrat deutlich machen. Und diese Hilfe, das erhoffen natürlich viele, die betroffen sind, dass sie noch weiter anhält, dass da weiter geholfen wird, auch vom technischen Hilfswerk und von den anderen. Auch die Bundeswehr war intensiv dort im Einsatz, Feuerwehr und Polizei nicht zu vergessen und natürlich auch die Krankenwagen und Rettungsdienste. Herr Haseloff, noch die Frage. Wenn man zugehört hat bei den Beiträgen, die im Fernsehen liefen, hat man immer wieder gehört, wir haben keine Versicherung, die Versicherung will uns nicht versichern oder das Ganze ist zu teuer. Sie haben gesagt, es soll eine Elementarversicherung für alle geben. Inwieweit ist das realistisch und durchsetzbar? Wir müssen auf jeden Fall einen Versicherungsschutz hinbekommen, weil es nicht sein kann, dass die Menschen jedes Mal, teilweise schon zum zweiten und dritten Mal, vor existenziellen Nöten stehen und nicht wissen, wie es weitergeht. Auf der anderen Seite kann der Staat auch nicht alles organisieren. Das heißt, es muss hier auch der Markt funktionieren. Wir haben Versicherungsgesellschaften, um so etwas abzudecken. Und da müssen wir also auch einen Ordnungsrahmen organisieren, der keinen ohne Versicherungsschutz lässt. Es ist eine relativ gute Durchversicherung, auch durch frühere Katastrophenschäden bei uns in Sachsen-Anhalt gegeben. Aber wir haben immer noch
noch, sagen wir mal, ein Drittel bis 40%, die ohne Versicherungsschutz stehen, teilweise sogar die alten Versicherungen jetzt aufgekündigt bekommen, obwohl sie aus DDR-Zeiten noch den Elementarschutz vorsehen. Aber da ist dann der Streitfall, kommt das Wasser von oben oder als Grundwasser durch? Und diese Dinge werden dann zum Anlass genommen, um zu kündigen. Das kann nicht sein und deswegen müssen wir da auch eine politische Lösung finden. Herr Kampeter, von Seiten des Bundes hieß es auch am Anfang, da muss was passieren. Eine Elementarversicherung für alle, eine Pflichtversicherung quasi. In der letzten Zeit hört man da wieder andere Töne. Wie ist denn da der Stand der Dinge? Also wir müssen sehen, dass eine Versicherungslösung nur dann Sinn macht, wenn die Prämien in einem vernünftigen Verhältnis zu dem Risiko stehen. Und die Signale, die wir haben, das gibt dort Möglichkeiten. Aber ich glaube, es wäre vermessen zu sagen, dass wir das Risiko solcher Elementarereignisse grundsätzlich privatisieren könnten. Deswegen glaube ich, werden auch zukünftig staatliche Solidarität und private Eigenvorsorge in einem Mix dafür sorgen, dass wir die Bürgerinnen und Bürger sagen können, wenn es zu einem solchen Ereignis kommt, dann werden wir gemeinsam das durchstehen. Und dazu gehört sicherlich auch weiterhin staatliche Solidarität. Herr Hasselhoff, kommen wir jetzt zu dem, was eigentlich ansteht in den nächsten Wochen, Monaten oder Jahren, nämlich Wiederaufbau und Deichneubau oder auch Flutsicherung bei Ihnen im Land. Da wurde einiges gemacht. In Sachsen wurde auch eine ganze Menge gemacht, sonst hätte es in Dresden vielleicht anders ausgesehen. Bei Ihnen in Sachsen-Anhalt hat man gesagt, man hat die Deiche so weiter erneuert. Nur Fischbeck war dann leider nicht dabei gewesen und deswegen ist es dann zu diesem schlimmen Schaden dort gekommen. Was wird in der nächsten Zeit geschehen müssen bei Ihnen, damit es zu diesen Katastrophen nicht mehr kommt? Wir haben in den letzten Jahren 500 Millionen Euro für Deichbau ausgegeben. Und diese neuen Deiche, 50% sind also neu, haben auch alle gehalten. Es gibt aber Bereiche, die noch nicht dran waren. Die müssen auf jeden Fall natürlich zügig abgearbeitet werden. Das ist eine Riesenanstrengung, denn wir haben den größten Teil aller Deiche Deutschlands bei uns. 60% allein der Elbe gehen durch unser Gebiet. Und natürlich gehört dazu auch Rückverlegung von Deichen. Wir haben sowas auch schon praktiziert. Man muss aber sagen, bei diesem Hochwasser, was wir jetzt hatten, bei diesen Pegelständen, historisch einmalig, hätten auch diengerechte Deiche rund um ganz Sachsen-Anhalt nicht gereicht, um an bestimmten Stellen den Schutz auch zu sichern. Man muss eben wissen, Extremsituationen können immer wieder sich noch mal steigern und uns vor technisch fast unlösbare Probleme stellen. Stichwort Retentionsflächen und da wurde auch das Wort Enteignung gesagt vom Bundesumweltminister, denn es gab in den letzten Jahren ja immer wieder Probleme, dass Bauern nicht bereit waren, ihr Land herzugeben. Oder es gab auch Umweltverbände, die sagten, dass das nicht ginge und haben dagegen geklagt. Wie ist dieses Problem in den Griff zu bekommen? Sie haben sich durchaus auch für dieses Modell Enteignung ausgesprochen. Das Thema Enteignung ist, denke ich mal, nur ein Stichwort, was in das Gesamtdiskussionspaket hineingehört. Das, was wir erlebt haben mit den Deichbrüchen und teilweise auch mit überfluteten Orten, wo wir eigentlich auch demnächst mit Deichbau anfangen wollten, hängt eher damit zusammen, dass die Verfahrensabläufe zu lang gingen. Das heißt, wir müssen Prioritäten setzen, Fristen setzen. Es kann nicht sein, dass man 3, 4, 5 Jahre lang ringt zwischen Naturschutz, Denkmalschutz teilweise und Katastrophenabwehr. Da muss es eine klare Grenzlinie geben, bis zu dem eine Entscheidung da sein muss, dann zählt eindeutig Katastrophenschutz vor allen Interessen. Herr Kampeter, stimmen Sie Ihrem Kollegen, dem Umweltminister, zu, wenn er diese Enteignung als letzte Konsequenz, wenn da nichts vorangeht, fordert? Ja, der Ministerpräsident hat ja sehr zutreffend gesagt, dass wir hier Gesamtkonzepte brauchen. Wir haben ja im Baurecht, beispielsweise beim Straßenbaurecht, ja entsprechende Instrumente und die werden erst lediglich dann eingesetzt, wenn privatwirtschaftliche Lösungen nicht mehr ziehen. Ich setze natürlich auf die Vorfahrt von privatwirtschaftlichem und zivilrechtlichem Engagement und ich bin zuversichtlich, dass das auch in die richtige Richtung geht, zumal die Landesregierung in Sachsen-Anhalt und auch anderswo jetzt durch das Hochwasser ja nochmal gegenüber ihren Bürgerinnen und Bürgern die Dringlichkeit einer von Anpassungsmaßnahmen deutlich gemacht haben können. Herr Hasselhoff, nun haben wir heute hier die erste Diskussion über dieses Flutopferhilfspaket und am Freitag dann zweite, dritte Lesung im Bundestag, nächste Woche dann die Abschlusslesung hier im Bundesrat. Wie schnell kann denn dieses Geld wirklich zum Einsatz kommen und wie intensiv kann es dann mit dem Wiederaufbau dort beginnen in den Katastrophengebieten? Das Tempo, was Bund und Länder vorgelegt haben, das ist enorm. Das ist wirklich einzigartig. Wenn man in anderen Ländern nachfragt, dann staunen die, was in Deutschland alles funktioniert. Ich glaube, das geht genauso schnell wie 2002. Wir können sofort helfen. Die Soforthilfen werden ja ausgezahlt und dann geht es in die Realisierung von Deichwiederaufbauten und Ähnlichem. Ich glaube, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten schon voll handlungsfähig sind und wir haben gezeigt, dass es funktioniert.
Herr Kampeter, von Ihrer Seite, das Geld steht zur Verfügung. Der Bund streckt es ja quasi vor. Er nimmt quasi einen Kredit auf von 8 Milliarden und das nach und nach natürlich, um das Geld zur Verfügung zu stellen. Aus Ihrer Sicht geht das wirklich dann auch sofort los, wenn das hier durch Bundesrat und Bundestag durchsetzt? Ja, wir haben ja zwei Instrumente. Einmal die Soforthilfe, die heißt so, weil sie sofort losgehen kann und dann wird sie integriert in den Fonds. Deswegen muss sich keiner Sorgen machen, dass er an irgendwelchen bürokratischen Hemmnissen scheitert. Aber wir werden natürlich die Abarbeitung des Fonds nicht innerhalb weniger Monate haben, sondern es wird sich auch sicherlich über mehrere Jahre hinziehen, denn wir werden Schritt für Schritt die Schäden beseitigen, aber keiner muss sich Sorgen machen, dass er in den Fängen der Bürokratie oder aufgrund eines politischen Streites einen berechtigten Anspruch nicht wird durchsetzen können. Steffen Kampeter war das, der parlamentarische Staatssekretär aus dem Finanzministerium und der Ministerpräsident aus Sachsen-Anhalt, Herr Rainer Haseloff. Ich bedanke mich ganz herzlich, meine Herren, dass Sie hier bei uns waren. Drinnen hat die Sitzung jetzt begonnen im Bundesrat. Winfried Kretschmann ist im Ausland unterwegs und deswegen übernimmt den Bundesratsvorsitz für ihn jetzt Horst Seehofer. Und der erste Redner, den wir dann zu unserem Debattenthema heute hier erwarten, das wäre Stanislav Tillich. Ich gebe auf jeden Fall jetzt hinein in den Saal.